Das ist das erste Paket, was wir jetzt auspacken werden. Guten Morgen, ihr Lieben! Hallöchen! Und herzlich willkommen zu einem neuen Vloggo! Ja! Wir haben gefrühstückt, sitzen jetzt im Office und wurschteln ein bisschen rum und ich schneide jetzt den Vlog, Marie macht E-Mails, ich habe auch schon ein paar E-Mails gemacht und ja, so Sachen, die halt gemacht werden müssen. Heute sind wir beide da! Ist das nicht schön? Ich find's richtig schön, dass Alex da ist. Das ist richtig schön. Draußen windet so krass, eigentlich könnten wir kiten gehen hier irgendwo. Das ist auch witzig. So wie in Neuseeland. Ah, packen wir abends die Sachen noch und. Vielleicht auf dem Neckar oder so. Hier in einem See. In einem Baggersee. Nein, Schatz. Hier gehen wir jetzt nicht kiten. Bist du verrückt? Da wiegelt es mich um den Baum, sehe ich schon kommen. Oh Gott, das wäre schlimm. Aber es ist echt krass windig heute. Also die Wolken ziehen ungefähr wie auf einer Autobahn vorbei. Der echt schon echt ordentlich schnell. Ja, und dann schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. Ich würde eigentlich gerne ein Objektiv kaufen gehen. Mal gucken. Freue ich mich drauf. Uns kommen heute hoffentlich noch ein Paket. Ein spannendes. Ah, das glaube ich aber nicht, dass das heute kommt. Mach das doch. Das soll kommen. Morgen kommen, stand Nein, doch das da. Andere. Es gibt zwei Pakete, die wir bestellt haben. Display? Und Slider. Ach, der Slider und der soll heute kommen? Ja. Okay. Und schönster Moment beim Vlogschneiden ist einfach, wenn das Projekt exportiert, weil dann weiß man, man ist fertig. Herrlich, jetzt muss man nur noch warten, bis dieser Kreis gefüllt ist. Dann können wir es hochladen. Kannst du es bitte nochmal machen? Ich glaube, ich schlafe gerade. Nein. Bitte nochmal. Einmal exklusiv. Bitte nochmal. Fokussieren. Ich kriege gerade auf über die neue Kamera, weil wir einfach noch nicht so durchsteigen. Und ich weiß nicht, ob es am Objektiv liegt oder an was es liegt. Auf jeden Fall fokussiert die ungefähr so die ganze Zeit an mich. Fokussieren. So, und anstatt dass die einmal fokussiert und dann einfach entspannt ist, so wie meine andere Kamera und sich einfach denkt, yo, du sitzt jetzt da und jetzt habe ich dich da einmal fokussiert und passt. Nee, die macht die ganze Zeit, oh mein Gott, hast du vielleicht einen Zentimeter Bewegung? Ich weiß nicht genau. Oh, ich muss weiter fokussieren. Und das nervt, weil der Hintergrund bewegt sich die ganze Zeit. Oh. So, ihr Lieben, wir haben es endlich geschafft, das Office zu verlassen und werden jetzt in die Stadt fahren. Und da nach einem Objektiv schauen und Sachen für den Video-Hintergrund. Marie will vielleicht Ohrringe kaufen oder sowas, hat sie gerade erzählt. Und ich habe ein bisschen Hunger. Deshalb gucken wir mal, was wir in der Stadt finden. Irgendeine Kleinigkeit oder sowas. Ja, und jetzt hänge ich noch ein Schild bei uns an den Briefkasten, dass die Pakete bitte beim Nachbarn abgegeben werden. Weil das ist immer blöd, wenn man dann weggeht und man erwartet ein dringendes Paket, was wir auf jeden Fall für morgen brauchen. Ja, dann hoffen wir mal, dass die Nachbarn das Paket annehmen. Wisst ihr, was sehr praktisch war? Wir haben den DHL-Typ direkt getroffen und haben ihn gefragt. Und da er uns schon kennt, wusste er direkt, dass er Pakete für uns hat. Und jetzt mussten wir die nicht irgendwie bei Nachbarn abgeben lassen. Sehr praktisch. Sondern konnten sie direkt einsammeln. Ja, und jetzt fahren wir in die Stadt. Es regnet leider. Schade. Aber so wie ich das Wetter kenne, hier ist es auch gleich wieder vorbei. Also so schnell wie die Wolken heute ziehen irgendwie, hat es schon ein paar Mal geregnet und dann war es plötzlich wieder blau. Also vielleicht können wir ja nachher noch ein bisschen in der Sonne spazieren. Mal schauen. Erfolgreich waren wir. Da drin verbirgt sich ein Objektiv, das zeigen wir euch einfach nachher, würde ich sagen. War zwar ganz anders als geplant, war eigentlich wieder so richtiges Frauenshopping, ne? So, ach ja, ich hätte gerne Schuhe. Nein, ich habe keine Schuhe gefunden, aber ich habe mir 10 Hosen, eine Jacke, 3 Taschen und noch ein bisschen Schminke gekauft. Ups, so ungefähr war unser Objektivkauf, aber macht nichts, ist trotzdem schön. Crepe mit Käse und Banane. Zum ersten Mal esse ich das. Und das bestelle ich ab sofort nur noch. Das schmeckt ja richtig geil, aber ich glaube, es gibt es bestimmt nicht überall. Das ist voll das Gewicht auch, voll geil. Ja. Ist richtig was dran. Wir sind wieder zurück aus der Stadt. Ich weiß nicht, was Marie genau gerade macht. Sie hat irgendwas entdeckt. Was hast du denn entdeckt, Schatz? Weißes Pulver auf dem Boden. Bianco. Was ist das? Das ist das erste Paket, was wir jetzt auspacken werden. Das kam vorhin an, beziehungsweise wir haben es vom Postboten abgeholt. Ich weiß schon, was es ist. Ich sag's aber noch nicht.
Ihr werdet es gleich sehen. Und da ist das zweite Paket. Wir haben übrigens gerade in der Stadt ein paar von euch getroffen. Also seid gegrüßt. Es war sehr, sehr nett und cool, dass ihr uns angesprochen habt. Weil viele trauen sich auch nicht, aber cool, dass ihr euch getraut habt. Oh wow, wieder richtig schön viel Verpackung. Ah, ja, ein kleines. Das ist da drin und der Rest ist leer. Das ist echt hart drauf. Darf ich das mal kurz haben? Ja. Du musst auch ins Bild. Ich habe mir einmal mein Rosenwasser nachbestellt. Das war leer, gar nichts Spannendes. Ist aber sehr gut. Von Rosens. Ich habe keine Ahnung. Dann haben wir außerdem Akkus bestellt für ein Kameradisplay, was wir bestellt haben. Und ein Spiel. Und zwar Dobble. Weiß nicht, vielleicht kennt das jemand von euch. Leider haben wir es nicht für uns bestellt. Wir kennen das von Jackie und Aaron, die mit uns in der Domrep waren. Ganz viele Grüße an euch, wenn ihr das seht. Seid gegrüßt. Und das ist ein richtig witziges Spiel. Und die haben uns da so introduced zu diesem Spiel. Und das haben wir viel dort gespielt. Und auf jeden Fall fahren wir morgen zu Kati, zu Domino Kati. Und gehen die besuchen. Und weil sie Geburtstag hatte, kriegt sie Doppel. Richtig unter anderem. Cool. Bringen wir ihr Doppel mit. Oh, ich struggle mit dieser blöden Verpackung. Ich hasse Verpackungen, die nicht aufgehen. Ich dachte gerade, du wolltest sagen, ich hasse Verpackungen. Ich wollte gerade sagen, finde den Fehler, der Verpackungstechniker sagt immer keine Verpackungen. Ja, aber das hat nichts damit zu tun. Ah. Heieiei, wie es hier schon wieder aussieht. Hier. Das ist echt richtiges Chaos. Aber jetzt kommen wir zum Ding, was es überhaupt ist. Ich habe einen Slider bestellt. Ich wollte das schon ganz lang haben, also es ist ein Ding, wo man die Kamera drauf macht und dann kann man halt so geile Kamerafahrten machen, wenn man dann zum Beispiel, wenn ihr jetzt eine Person seid, dann kann ich auf euch zufahren und dann fährt man von der Unschärfe in die Schärfe rein oder so oder kann so seitliche Fahrten machen, so wie in so Filmen und sowas, da hatte ich mega Lust drauf und deshalb wollte ich das unbedingt kaufen, es war gar nicht so teuer und ihr habt eine mega gute Rezension, das Teil in Amazon war es, genau, Amazon. Und fühlt sich auch echt richtig hochwertig an. Ja, ja, sieht aus. Oh wow, ist voll schwer. Ich sehe schon, ne, meine ganz normalen Videos, die früher alleine mir nichts, dir nichts produziert habe und wahrscheinlich so der normale Zuschauer eh keinen Unterschied sieht, werden jetzt in der Produktion auf jeden Fall richtig aufwendig. Nein, warte, wir holen den Slider! Ja? Und bauen den noch oben drauf und. Jesus. Geilo! Ohne irgendeine Bewegung von der Kamera dahin fahren. Und man kann es auch so schräg anstrich fahren, dann kann man so schräg hochfahren oder so. Ja, ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ist natürlich kein Vlog und kein Ziel, aber ich habe jetzt einfach Bock drauf. Dann zeige ich euch mal noch, was ich uns gerade zu essen geholt habe, für morgen zum Mitnehmen. Gemüsechips in Meersalz. Rote Beete, Pastinake und Süßkartoffel. Finde ich richtig lecker, sowas. Und dann habe ich auch den 3x Gummibärchen gekauft, weil die gerade reduziert waren. Und da können wir dann überlegen, was wir von dir mitnehmen. Was hat die doch Gummibärchen? Wenn nicht, essen wir sie alle. Das sind saure Goldbeeren. Das ist Pasta Frutta. Finde ich auch sehr geil. Oh, das ist ja sogar Veggie. Das wusste ich gar nicht. Krass, geil. Das sind die besten. Und dann habe ich noch hier was Neues probiert, das habe ich noch nie probiert, und zwar Fruit Mania Lemon. Keine Ahnung, so sieht das aus. Ich weiß nicht, ob ihr das auf die Entfernung überhaupt erkennen könnt. Zitrone, Limette, Blutorange, Saftorange und Pink Grapefruit. Oh, lecker. Auch Veggie. Opa! Und schaut mal dieses Schlachtfeld hier an und Minnie schon mitten drin natürlich. Katzengefällt. Wo auch sonst. Wuhu! Das ist übrigens auch das neue Objektiv. Das ist ein 1,8 Blende 55 mm Objektiv. Zeiss für Sony. So, hier sieht der Karton aus. Oder wie sagst du immer? Der Karton. Karton. Was sagst du immer? Karton. Ich weiß gar nicht, was daran. Das lachen doch immer alle, weil du Karton sagst. Ich weiß aber nicht, was daran falsch ist. Karton. Wie spricht man das denn sonst aus? Karton? Karton? Karton, Karton mit Doppel-D, Karton. Und damit ihr seht, wie unser Equipment in Action aussieht,
Passt mal auf! Habe ich das Paket für Kati verpackt. Ich habe so ein richtig schönes Geschenkpapier bei Nanunana gekauft. Und diese selbstklebende, wie sagt man, dieses selbstklebende Spitzenband. Und dann hatte ich außerdem gestern noch so eine kleine Pflanze gekauft. Ich weiß nicht, ob man sie richtig sehen kann. Und ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie die heißen. Das sind diese flachen. Na okay, von der Seite kann man es schon dreimal nicht sehen. Oh Mann. Also, ihr seht es vielleicht so ein bisschen. Und ich finde die total süß, weil die so klein ist. Und dann kann man die gut irgendwo draufstellen oder so. Und das ist ihr Geschenkchen. So, ihr Lieben, es ist Kochenszeit. Und heute gibt es Apfelspätzle. Also, Spätzle, weiß nicht, kennt vielleicht jeder. Sind diese Art Nudeln, aber halt kommen aus dem Schwabenland. Ich weiß, ich habe sie noch nie selber gemacht, ehrlich gesagt. Aber das sind selber gemachte von meinem Opa. Und die haben wir eingefroren gehabt. Und ich habe die heute Morgen raus. Aus der Gefriere und die kann man aber auch so im Einkaufsladen einfach kaufen und dann mit kochend Wasser irgendwie kochen. Und ich werde jetzt erstmal schneiden in Scheiben und dann anbraten in der Pfanne. Dann kommt ein bisschen Apfelmus, Zimt und Rosinen dazu und dann kommen noch die Spätzchen dazu und dann schmeckt das hoffentlich köstlich. Da drin braten jetzt ein wenig die Äpfel und ein paar Rosinen und dann kommen gleich die Spätzle dazu und dann das Apfelmus, also auch mega schnelles Essen. Und Mangiare ist fertig. So sieht das Ganze aus. Ich habe noch ein bisschen Apfelmus hier an die Seite gehen, dann kann man das einfach so ein bisschen dazu essen noch irgendwie, wenn es einem zu trocken ist. Ich hoffe, es schmeckt. Richtig nach Weihnachten. Ja, gell? Ein richtig gutes Essen für Juni, Sommer. Leute, ich bin gerade aufgewacht, weil ich habe einen Lärm gemacht beim Schlafen. Und so bin ich an meinem eigenen Schnarchen aufgewacht. Ich schnarche eigentlich nie, nee, du schnarchst aber ich lag so auf der Couch und so Kopf du irgendwie. Du lagst so abgeknickt. Und dann habe ich einen so einen. Und dann hat es auf einmal so irgendwie gemacht und dann ist er aufgewacht. Oh, so herrlich. Du hast aber ungefähr 2 Minuten geschlafen. Und dann habe ich mit dir kurz geredet und hast du auch geantwortet. Und 2 Sekunden später ging es mir. Ja, ich konnte schnell einschlafen. Ja, ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall auch jetzt richtig schlafen. Nicht nur hier auf der Couch ein bisschen rumschnarchen, sondern jetzt richtig ins Bett. Wir hoffen, euch hat der Vlog gefallen. Und dann sehen wir uns morgen wieder zu einem spannenden Vlog. Ja. Kathi wird auch zu sehen sein. Und Alex hat noch nie ein Babykätzchen gesehen, also das wird morgen eine Premiere. Freue ich mich drauf, bin ich gespannt. Ja. Zu den ganzen Männern. Ja, und dann wünschen wir euch da auch viel Spaß bei. Hoffen, ihr seid wieder am Stissel und dann sehen wir uns morgen wieder um 18 Uhr. Bis dann, schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Tschüss. Und du machst so ein richtig leckeres Essen, bereitest du dazu. Gar niemand, was mmh, hier lecker, 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 lecker. Kein Interesse hat er, glaube ich. Sitzt da, ach, und das ist übrigens kein Müll. Oh, doch, es ist Müll. Aber vieles muss in den Keller und vieles muss auch einfach in den Müll.